Promi-Geflüster heute wieder natürlich von zu Hause aus. Ganz klar, Corona geht immer noch nicht, sondern jetzt auch so kurz vor Weihnachten sind natürlich die Beschränkungen doch noch mal ein bisschen verschärft worden. Und heute im Hintergrund, ihr könnt sehen, ich bin am DJ-Mischpult sozusagen. Das hat einen guten Grund. Heute sind ein DJ-Duo bei mir zu Gast, nämlich Stereo Act. Und Stereo Act bei vielen Schlagerstars in der letzten Zeit taucht der Name immer wieder auf. Was es damit auf sich hat und wie sie überhaupt in die Szene sozusagen gefunden haben, das werden wir heute alles hier erfahren. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen dem Rico und dem Sebastian. Servus. Hi. So, wer ist jetzt wer von euch? Sebastian? Okay. Okay, sehr gut. Ja, Stereo Act, seit 2015 seid ihr eigentlich so mit dem Namen Stereo Act eigentlich erst sozusagen in Erscheinung getreten. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also wir sind zwar schon viel länger unterwegs als DJ-Team, als Einzel-DJs, aber so das Projekt Stereo Act ist dann 2015 entstanden, das ist korrekt. Und der Titel natürlich, die Immerlacht von der Kerstin Ott, der hat euch gleich hier sozusagen den Erfolg gebracht. Die haben es jetzt gerade nochmal kurz nachgeschaut. Ich glaube, sind jetzt mittlerweile bei circa 184 Millionen Aufrufen auf YouTube. Wahnsinn. Das ist richtig Wahnsinn, ja. Also die Immerlacht, das war ja so ein, eigentlich so ein Zufallsding. Also Kerstin hat ja noch kräftig gemalert und sie wusste ja selber nicht, dass wir den Song schon gemacht haben. Und dann halt über Umwege ist er zu uns gekommen und dann wieder zu Kerstin zurück und dann haben wir uns zusammengezogen und haben das Ding dann zum Riesenhit gemacht. Ja, und dann ging es eigentlich dann wirklich Schlag auf Schlag und ich sag mal, mittlerweile habt ihr ja Preise abgeräumt und Platinplatten und alles Mögliche eingeheimst. Ja, nur. Doch. Ganz bescheiden, wie sie sind, genau. Richtig. Ja, natürlich, klar, man stellt sich das immer so einfach vor, da stehen zwei auf der Bühne am Mischpult und was machen die eigentlich da, fragen sie vielleicht manchmal auch so einer, der mit der Musik sich jetzt gar nicht auskennt. Erzählt doch mal, wie so eure Arbeit vonstatten geht. Also natürlich sind wir viel im Studio, produzieren halt Songs und machen Produktionen für andere Künstler, für uns, für ganz, ganz viele auch bekannte Künstler, was du vorhin schon sagtest. Im Schlagerbereich jetzt gerade haben wir sehr, sehr viele, mit denen wir gerade zusammenarbeiten aktuell, aber das DJ-Geschäft war ja schon immer so unser Steckenpferd. Die Produktion kam dann später hinzu, aber als DJ sind wir ja schon über 20 Jahre unterwegs, also ich zumindest. Ich fast. Er fast. Und das Auflegen war ja unsere Leidenschaft, also früher mit Platten, dann mit CDs, jetzt als MP3, ja, das war immer unser Ding. Und dann kam der Rest dann eigentlich schon fast von ganz allein. Sehr gut. Und jetzt aktuell habt ihr ja gerade wieder einen Hit hingelegt, der auch schon fast 30.000 Aufrufe auf YouTube wieder erreicht hat, innerhalb von einer Woche, jenseits von Eden, gell? Ist das der von Nino D'Angelo? Ja, Nino, genau. Jenseits von Eden war, glaube ich, 86 Platz 1 in ganz, ganz vielen Ländern. Und das war immer so ein Song, ja, den haben wir selber auch immer viel gespielt, weil wir haben ja schon ziemlich alles gespielt, von Clubs bis zu jeder Hochzeit. Und da lief die Nummer eigentlich immer. Aber es gab ja keine Version jetzt, die spielbar war jetzt in dem Jahr 2020. Mhm. Und durch die ganze Corona-Zeit hatten wir sehr viel Zeit zum Produzieren und zum Gedanken machen und dann sind wir auf viele Songs gekommen, wo man sagt, welche bräuchte man abgeht und dann haben wir die Nummer einfach mal gemacht, haben Nino verlinkt und Nino kam auf uns zu und hat gesagt, Jungs, das finde ich geil, das machen wir zusammen. Ja, und so ist dann die Zusammenarbeit mit Nino D'Angelo und jedenfalls von eben gestartet. Ja, apropos Nino D'Angelo, da ist gerade eine Frage natürlich ganz, ganz brennend. Wenn ihr den Kontakt zu ihm habt, aktuell liest man es ja in den Schlagzeilen, es geht ihm gesundheitlich nicht wirklich so gut. Was könnt ihr dazu sagen? Ja, also zumindest macht es uns immer ziemlich schlimm Eindruck. Ja. Also ja, ich habe es auch gelesen, dass er da Probleme hat und krankheitsbedingt da
eine Schlagzeile hat er jetzt in mehreren Medien, aber so zumindest, was wir jetzt wissen, ist er noch relativ fit zumindest. Also kann ich nichts anderes sagen. Ja, du hast es gerade erwähnt, oder ihr habt es gerade erwähnt, Corona-Zeit natürlich. Ihr werdet natürlich wahrscheinlich jetzt auch auf einer Party nach der anderen irgendwo gewesen. Letztes Jahr noch am Brandenburger Tor bei der großen Silvesterparty im ZDF, die dieses Jahr so in dieser Form auch nicht stattfinden wird. Wie sah euer Jahr bislang aus? Natürlich dann mehr im Studio. Also wir hatten eigentlich ein gutes geplantes Jahr 2020 mit 60, 70, 80 Auftritten im Sommer allein schon. Die sind natürlich alle geplatzt, die bei vielen Künstlern. Das war natürlich für uns auch erstmal ziemlich niederschmetternd. Aber wir haben uns dann überlegt, gut, an dem letzten Tag, wenn wir aufgelegt haben, war Anfang März, ne? Dann habe ich Sebastian angerufen und gesagt, ey, was machen wir jetzt? Jetzt sind uns die ganzen Gigs weggefallen irgendwie. Dann kommen wir machen das einfach auf Facebook. Ja, und da waren wir so ziemlich einer der ersten, die da irgendwie gestreamt haben, aus der Küche, aus dem Wohnzimmer irgendwo. Ja, und dann hat sich so das dritte Standbein entwickelt, dass wir quasi ja nur noch eine Tugend gemacht haben und haben nur noch gestreamt, jeden Freitag 19 Uhr. Das läuft auch sehr, sehr gut. Kann man zwar nicht vergleichen mit einem Outfit von Leuten, aber man hat zumindest die Bindung zu den Fans. Ja gut, jetzt ist ja heute auch Freitag, als wir das Interview jetzt hier aufzeichnen, 19 Uhr, ist es noch nicht ganz. Seid ihr nachher wieder auf Sendung? Wir sind schon hier vor Ort, weil wir streamen immer aus verschiedenen Lokalitäten, Ortschaften. Wir haben ja schon, wir kriegen ja immer Anfragen von den ganzen Leuten, Fans, und dann kommen die kuriosesten und lustigsten Dinge zustande. Also wir haben schon vom Medica gestreamt, von der Untertage bis Übertage. Von der Fleischtheke, dann haben wir schon 100 Tage im Stollen und jetzt sind wir, dort wo die Räucherkerzchen hergestellt wurden, oder werden, in Kochtor. Okay. Ja, deswegen sieht es auch bei euch jetzt so ein bisschen nach Hütte aus und so. Da könnte man meinen, ihr seid irgendwo jetzt im Alpenländischen. Stimmt aber gar nicht, ne? Können wir meinen. Also wir sind zwar im ländlichen, aber im erzgebirgischen Ländlichen. Ja, und Erzgebirge, ja, wie du gerade auch schon erzählt hast, ist natürlich auch hier für die in der Weihnachtszeit sehr bekannt. Über die Grenze. Auf jeden Fall, ja. Uns, das, man sieht ja schon, die Schwimmflügel stehen bei uns wirklich in jedem Fenster. Ja. Und wir haben ja auch schon ein bisschen nach Regensburg, ne? Nee. Bis zum Schloss der Schwanstein getragen. Sogar bis zum Schloss der Schwanstein. Da stehen jetzt auch Schubdrücken aus dem Erzgebirge dank uns. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ja. Erstaunlich, genau. Wie wird denn dann dieses Jahr euer Silvester ausfallen, wenn man da schon mal so weit vorgreifen kann? Das ist, glaube ich, der einzige Vorteil von Corona, ne? Das haben wir das erste Mal seit Jahren Silvester Pause verbringen dürfen. Das ist sehr selten, man war ja wirklich immer unterwegs. Gerade Brandenburger Tor, riesen Millionen von Menschen, aber. Ja, also ich hätte auch gern was gemacht, aber es ist auch mal schön mit Familie irgendwie zu feiern und es wird ruhiger. Mal eine ruhige Weihnachts- und Jahreswechsel, ne? Genau. Ja, ein Begriff ist mir auch immer noch aufgefallen, wenn man so eure Bio und so weiter durchliest, das ist jetzt auch vielleicht klar für einen Außenstehenden, der kann mit dem Begriff vielleicht jetzt nicht viel anfangen, deswegen auch mal ganz kurz erklären, was ist der Deep House Beat? Das ist eine gute Frage. Wir wissen es aber nicht. Nee. Ja, also wir haben Deep House Beat. Das ist ja, wir haben ja durch die Immerlach, die wir da produziert hatten, mit Kerstin auch zusammen, so ein neues Genre erschaffen, was wir eigentlich selber noch gar nicht wussten, dass wir das erschaffen haben. Wir haben einen Schlager genommen oder haben gewisse akustische Gitarren genommen, die da dann mit einem Deep House Beat unterlegt, also mit einem tanzbaren Beat, der sich halt so nennt. Deep House Beat, das ist ziemlich minimal gehalten, also da ist nicht viel drin, das muss einfach nur schieben. Ja? Und so ist dann die Musikrichtung Deep House Schlager entstanden, durch die überhaupt, was ein Riesenhit war, und das, dem sind wir eigentlich treu geblieben. Okay, okay. Das heißt aber jetzt dann nochmal ganz konkret, ihr nehmt euch, wie gesagt, so alt, ja, kann man sagen, also alte oder wie auch immer, oder aktuelle Songs vor, mit dem normalen, die normal bislang produziert wurden, und ihr macht da jetzt konkret irgendwie, legt irgendwie einen neuen Beat drunter und macht da noch ein bisschen an den Reglern hin und her, und dann entsteht was Neues. Wie,
Wie muss man das sehen? Ja, wir produzieren extrem viele Songs und auch für viele Künstler. Wir haben ja schon für Helene Fischer, Vanessa Mai, wen haben wir noch als Heino, Dieter Bohlen, also wir hatten schon, die Liste war riesig oder ist riesig und jetzt haben wir halt gesagt, Mensch, lass uns doch mal ein eigenes Album machen, nur wirklich mit den größten Hits der letzten 30 Jahre im Schlagerbereich. Und da ist war jenseits von jedem der Auftakt. Und da kommen noch ganz, ganz viele. Also da sind wir jetzt gerade dran und arbeiten mit vielen Künstlern zusammen, wirklich von der Branche A bis Z, ne? Also von A, wie A bis Z, wie Zipper. Also wir haben echt alle am Start. Und wirklich Howard Carpenter, Nicole, das sind die ganzen großen Hits dabei, die jeder kennt. Und mit denen machen wir halt die Songs neu zusammen. Und ja, also das war richtig toll. Kommt nächstes Jahr das Album raus. Ne? Ja. Ja. Und da gibt dann auch gleich jeder so sein Einverständnis und ist gleich begeistert und macht mit. Ja, also bis jetzt schon. Also wir haben wirklich auch mit dem zum Beispiel Ralf Siegel gesprochen, so der Nicole den Hits produziert hat, ein bisschen Frieden, und der war richtig begeistert und haben wir schon den direkten Kontakt da, also das ist schon ziemlich cool. Mhm. Vielleicht auch nochmal irgendwas mit Chinggis Khan, das wäre doch auch was noch, oder? Okay. Ja, ich frage deswegen, weil Chinggis Khan sind gute Bekannte von mir, genau. Zumindest ja, sowohl die neuen als aber auch die beiden Damen, die da jetzt sozusagen noch übrig geblieben sind. Ne? Genau. Ah, okay. Cool. Ja, grundsätzlich dann, stimmlich seid ihr bislang aber noch nicht in Erscheinung getreten, dass er auch mal selber so zum Gesangsmikrofon greift, außer zum Animieren natürlich. Nö, das haben wir gern. Ja, aber singen wir mindestens gerade hören. Also das Wichtige bei euch ist einfach der Beat, was hinten rauskommt oder unterm Strich sozusagen rauskommt, das stammt dann von euch, ne? Genau, also wir machen den Beat, ne? Ja, hinten raus. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, da hoffen wir, dass da wirklich noch vieles kommt. Auch für 2021 sind wir schon gespannt auf euer Album. Da kann die Party dann steigen, wenn wir dann alle wieder feiern dürfen. Ne? Ich denke schon, das Album kommt am 12. März. Dann kommt das komplette Album, Hashtag Schlager. Und dann kommen auch noch neue Singles. Dann haben wir eigentlich schon am Suppi produziert. So sieht es nämlich aus übrigens. Ne? Also wer nicht weiß, Hashtag Schlager, ganz auffällig, das ist das Album. Sehr gut. Und ja, also es kommen noch viele, viele neue Sachen, neue Projekte, eigene Nummern auch 2021. Also das, man kommt nicht an uns vorbei, ne? Nee. Zum Glück nicht. Und wenn nicht, dann kommt raus. So soll es doch sein, so soll es doch sein. Also wie gesagt, Stereo, also auch in Stereo oder Dolby Surround. Also in allem, was du möchtest. 4K, 8K, Quattro. Okay, also das klingt doch sehr vielversprechend, genau. Ja, also was steht jetzt wie gesagt heute Abend noch an oder beziehungsweise wo kann man euch denn immer wieder finden, auch auf den Social-Plattformen, wer es noch nicht weiß, wo kann man reinschauen? Instagram auf jeden Fall immer, StereoAct offiziell und Facebook genauso. Und jeden Freitag 19 Uhr gibt es unseren Livestream auf Facebook von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Mhm. Heute haben wir das Thema Weihnachtshits und Rock-Special-Hits. Die sind auch schon mit eurem Beat unterlegt, oder? Cool. Also da gibt's nur Sachen mit Beat. Da gibt's nur Pfeffer. Sehr gut, sehr gut. Ja, war schön, euch kennengelernt zu haben und hoffe, dass wir uns vielleicht dann auch nächstes Jahr mal irgendwo die Möglichkeit haben, dass man sich live begegnet. Das wäre ganz toll. Und Promi-Geflüster, wir sind auch schon lange Zeit dabei und unterstützen auch jeden Künstler. Und gerade im Schlager- und Pop-Bereich sind wir natürlich stark. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dann euch alles Gute. Schöne Weihnachtszeit darf man wünschen. Und natürlich auch einen ganz tollen Start ins Jahr 2021. Dass es auf alle Fälle besser wird. Wir hoffen es. Also bleibt schön gesund und euch auch einen guten Rutsch. Danke.